Letzter geplanter Redner zu diesem Punkt, Christian Ries von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus. Der Grevio-Bericht wird ja heute nur gestreift, weil er dem Gleichbehandlungsausschuss zugewiesen wird, aber dennoch einige Fakten aus dem österreichischen Gewaltschutz. Tausende Betretungsverbote werden in Österreich jährlich nach dem SBG verhängt und das Bemerkenswerte dabei ist, dass es eigentlich wenige Rückfallstäter gibt. Das beweist, dass diese Maßnahme greift und eine sinnvolle Maßnahme im Sinne eines umfassenden Opferschutzes ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Polizeibeamten, die hier binnen Minuten an Ort und Stelle und unter schwierigen Bedingungen teilweise eine Gefahrenprognose stellen müssen und entscheiden müssen, ob jemand aus der eigenen Wohnung verwiesen wird oder nicht. Dieser Grevio-Bericht hebt insgesamt die Führungsrolle Österreichs durch die wirksamen Maßnahmen des Gewaltschutzes bei uns hervor. Aber der Bericht merkt auch kritisch an, dass es aus der Sicht der Experten noch einigen Verbesserungsbedarf gibt und einige Punkte scheinen hier wirklich noch ein höheres Schutzniveau zugemessen zu werden. Etwa kritisiert der Bericht, dass es wohl ein gutes Hilfsnetz für häusliche Gewalt gibt, aber die Opfer von Sexualstraftaten oder Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Kollegin Kugler hat es schon gesagt, fänden dieses Netz nicht im Ausmaß vor. Dem kann ich nur bedingt zustimmen, denn Voraussetzung ist dazu, dass man es der Polizei anzeigt, dass man anzeigewillig ist, nur dann kann geholfen werden und diese Bereitschaft fehlt oft. Eine andere Anregung, transparenter mit statistischen Daten der Gefährder und der Opfer umzugehen, also Geschlecht, Alter, Nationalität und der Täter-Opfer-Beziehung, finde ich bemerkenswert und das entspricht auch der Auffassung dieser Regierung. Andere Kreditpunkte sind durchaus hinterfragenswert. Es wird etwa kritisiert, dass es zu wenigen strafrechtlichen Verurteilungen kommt. Dazu muss man aber wissen, dass nicht jedes Betretungsverbot auch eine strafrechtlich relevante Handlung zugrunde haben muss. Daher kann es hier nicht zu einer Verurteilung kommen, beziehungsweise dass es die Diversion in Österreich gibt. Und wenn das Opfer hier zustimmt, kommt es auch hier zu keiner Verurteilung. Aber insgesamt, wie gesagt, räumt dieser Grevio-Bericht Österreich ein, dass wir Gewaltschutz auf höchstem Niveau bieten. Darauf kann man stolz sein und auch auf die Arbeit der Exekutive in Österreich, die dafür sorgen wird, dass es auch in Zukunft so bleibt.